Komm schon. Rein. So. He grew up hungry in the tunnels of the Tazel Terminals. So he took the stealing from a Ceylonian missionary living there. Alter, ich brauch mehr Leben. 17. Diese Waffe ist auch viel zu langsam dafür. He once got sloppy with his thieving hands. The missionary caught him, but didn't rat him out. Instead, he offered to take him in. Ich glaube, wenn ich auf Entfernung bleibe, kann das Ganze sogar funktionieren. Wow. That missionary raised Zulf like a gentleman, like it was his own son. Taught him theology, history, and mercy. Okay, ein bisschen Geld wieder verdient. Alter, ernsthaft, was geht hier ab? Wo kommen diese ganzen Drecksviecher her? When the missionary passed away, Zulf promised to continue his work, to bring about a lasting peace between the Ura and Ceylandia. Zulf started teaching the missionaries wisdom to any Ura who would listen. And listen they did. Ich will die Tonktur noch nicht aufsammeln. So, langsam habe ich die Technik raus. Deckung gehen. So, du noch weg. Oh, noch eine zweite. He advocated tolerance and argued that the Ura should atone for the war. He believed the city had much to teach his people. However, Zulf felt he could only do so much in the Tazel Terminals. He needed Ceylandia to know the Ura had changed. Oh, die Vieh schon wieder. Alter, was machst du denn? Komm nicht näher. He decided to do what the missionary did many years before. He left the city of his youth to brave a savage land. Oh, ich hau noch mal die Tour rein. Ah, bin ich bei den Viechern. Verdammt.
Warum stehen diese Kanonen denn da? Einer weg. Zwei weg. So, komm du auch weg. The journey was hard, but he knew how to fend for himself. And then at last, Zolf saw the rippling walls on the horizon. Okay, noch 9 Stück. Boah, ist das hart. He endeared himself to city folk straight away, and in turn he fell in love with the city and its people. One in particular. Zulf war also nicht immer schlecht. Whoa, Alter! Weg, du Kanone. This young lady was fascinated by the Ura, but she never met anyone like Zolf. She told him she knew all the city's best kept secrets. Sieben. Komm schon. Oh ne, jetzt bin ich auch vergiftet, ey. Fickt euch doch. The Hanging Gardens was their favorite spot. It was there that Zolf clasped her hands and proposed in proper Ceylonian style. Leute, leben. Boah, Alter, doch nicht so ein Vieh dann. Ich hab Leben gesagt, nicht so ein Vieh. Etwas. He celebrated with his friends long into the night. Joy and revelry like he'd never seen. Too bad he couldn't remember it all. Ach du Scheiße. Ja, war aber die Fesselstadt aktiv. Alter. Boah, Alter, rotzt der rein. Okay, 2 Chancen habe ich noch. He woke up alone underground inside the Ura Ceylonian War Memorial, built like an Ura den. But something was wrong. Kommt schon, ihr kleinen Drecksviecher.
So, eins weg. Alle vergiftet. Du Drecksvieh, komm her. Weg mit dir. Alter, was halten die denn aus? Schnell wieder hier hin. Wegmachen. Ah, fuck it. Komm schon. Ah. He emerged from that hole in the ground into a waking nightmare. Everything that wasn't gone was twisted upside down. Das ist hier echt ein Nightmare gerade. The world was frozen, air thick with ash. What few faces he saw on the street stared back at him with gray and vacant eyes. Oh, nicht du schon wieder. Be asleep inside her home. But when he reached out to her, she joined with all the ashes in the sky. Eins. Okay, wahrscheinlich bin ich da selbst nur wieder. So Zulf returned the way he proposed in the Hanging Gardens, and there he stood, as if the gods would answer him. Wir haben, wer weiß was wo, auch geschafft. Boah, alter Finne. Also das hat nochmal reingerotzt. Zum Glück hatten wir diese zwei Leben nach dem Tod, sozusagen. Boah. Seelenreisen der Erschaffenen. The kid's gonna be okay. As for that man, who knows? Boah. Und jetzt würde ich sagen, Waffen aufwerten. Aber wir haben ja kein Geld. Wir haben kein Geld. Oh, scheiße, Dreck. Absolut keine Kohle. Gut, ich glaube, ich werde noch ein bisschen Geld farmen gehen. Aber das werde ich dann als Geldfarm-Folge markieren, damit ihr das seht. Und sobald ich die Waffen alles aushabe, und dann können wir noch weitermachen. Ein bisschen Geld brauche ich jetzt noch. Mal gucken, wie das geht. Bis
dann.